Meine lieben Freunde, willkommen zurück bei M-Stars Spiel Hellblade. Und wir sind hier mit Senua, da haben wir durch eine Maske geguckt und dadurch... Dillian ist da drin, du musst die Runen finden, um Dillian zu finden. Ja, und dadurch... Okay. Wir haben durch diese Maske geguckt da und dann hat sich die Welt auf einmal in etwas Freundliches verwandelt. Vermutlich können wir hier jetzt ein Rätsel lösen von zwei verschiedenen Seiten. Ja, hier ist ein Schloss vor. Sieht schon fast aus wie die Rune. Aber es ist nicht die Rune. Okay, wir gehen uns erstmal ein bisschen umgucken. Wir kommen durch das Tor noch nicht durch. Wollen wir aber gerne. Und wir hören uns erstmal an, was hier erzählt wird. Die Nordmänner erzählen diese Geschichte über den Tod Balders. Sie beginnt mit düsteren Träumen in jeder Nacht. Balder träumte von seinem Tod und die Götter fürchteten ihn. Also zwang Balders Mutter alles auf der Welt. Feuer, Wasser, Eisen, Stein, Erde, Holz, Wildtiere, Vögel, Schlangen, Gift, Krankheit zu schwören, ihrem Sohn nichts anzutun. Nach und nach schworen sie alle, weder Waffen noch Wasser, weder Schaden, prahlte Balders Mutter. Nur Loki, Vater von Hela, Herrscherin des Todes, hielt hiervon nicht viel. Lieber nicht wegrennen? Okay, er hat aufgehört zu erzählen. Wir kommen durch keine Tür hier. Es gibt ja immer wenige Möglichkeiten, irgendwo hier ranzukommen. Na, schau mal, da hinten ist noch eine Treppe. Aber gut, die führt auch bis dahin, wo wir schon waren. Na, vielleicht kann es nicht schaden, wenn wir beide umgestoßen hätten. So, wir wechseln mal die Welt. Jetzt ist da drüben nämlich die Tür offen, aber die Brücke weg. Aha, okay, ich verstehe das Rätsel. Die Brücke hier hat sie im letzten Teil, ne? Da hat sie sich ja gewundert, ah, die Brücke ist jetzt da. Ich dachte, die lange Brücke da oben. Ne, es ist die hier. Ach, na dann ist es ja easy going. Ja, wir gehen jetzt darüber, klappen das Ding da hinten runter, gehen zur Maske, gucken durch, gehen über die andere Brücke wieder zurück und können dann da durch das Tor gehen. Na Mensch. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wir haben auch noch kein Schwertchen, kein neues. Das wäre auch noch eine gute Sache. Aber daran arbeiten wir ja. So, schwupps. Kick it. Ach ne, sie macht's mit den Händen. Okay, guck mal durch. Focus. So, jetzt beide Türen sogar offen. Beide Tore sind offen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Was ist hinter dem Tor? Lass ihn nicht verschwinden, da ist er. Ja, wir gucken nochmal durch die Maske hier. Cool. Es sieht wirklich... Es sieht so geil aus. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es sieht so geil aus. Es sieht so geil aus. Wahnsinn. Die Welt schien einst so einfach. Schwarz und Weiß, Dunkelheit und Licht. Schmale Grenzen, die wir selbst erschaffen hatten. Narrow dividing lines of our own making. Dillian lehrte sie weiter zu sehen, durch die Risse zu blicken und die Farben jenseits der Düsternis zu sehen. Und Senua erkundete neue Wege ins Unbekannte.
Wahnsinn, oder? Leute, nehmt doch mal bitte, nehmt ihr das genauso auf wie ich, diese Atmosphäre? Do you think she remembers him? Ich denke, ich weiß schon, wo die Rune ist. Oh, guck mal, da ist sie. Okay, jetzt haben wir sie. Senua, du hast es verstanden. Warum ist er nicht hier? Er ist in der finsteren Welt. Why isn't he here? He's gone. You can't go up there. Not in this world. Nicht in dieser Welt. Ja, ist ja gut. Aber es sieht so schön aus. Ich kann es nicht oft genug betonen. Es ist wirklich wunderschönes Spiel. So würde man sich doch ein MMORPG wünschen, oder? Mit so einer Grafik. Boah, das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer. Schauen wir mal kurz, was es hier so gibt. We spend our lives searching for the meaning of life. Wir suchen stets nach dem Sinn im Leben und bitten die Götter uns zu leiten. But the truth to life is doch die Wahrheit über das Leben offenbart sich, wenn wir dem Tod furchtlos ins Auge blicken. How can the gods understand us if they können die Götter uns verstehen, wenn sie selbst dem Tod trotzen? Ja, eigentlich gar nicht, ne? Schon ein guter Einwand auf jeden Fall. Dillian saved her. You owe your life to Dillian. You owe. Ich kann es nicht auf Besuch sagen, Leute. Das sieht wirklich wunderschön aus. Und es wird auf jeden Fall grafisch ist es eins meiner Highlight-Games bisher. Ich habe mir jetzt, ein bisschen meine Hardware geupdatet und werde mir wahrscheinlich auch mal. Es gibt, glaube ich, ein relativ neues Tomb Raider. Also jedenfalls eins, was ich nicht gespielt habe bisher. Und ich denke, das werden wir uns auch mal angucken. Ich denke, das wird so ähnlich sein. Noch ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Freiheiten. Kommt schon cool, glaube ich. So, jetzt habe ich ganz nebenbei das gemacht, was ich machen sollte. Die Türen aufgemacht. Die Rune ist verschwunden hier. Das ist nicht so schlimm, weil ich habe die Tür geöffnet. Geruckelt. Ach. Boah, Leute. Krass. You broke him. You killed him. Hä? Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Vielleicht wieder jetzt zurück in die helle Welt? Na, ich denke schon. Und dann wieder. Dann müsste. Ah, ich weiß nicht. Aber ich versuche einfach mal hier kurz die Tür zu öffnen. Ah. Can you remember what love feels like? Look what happens to the thing she loves. She destroys the thing she loves. There he is. Where are you taking us? Er ist da oben, aber wie kommt man da hoch? Finde den Weg. There's a way. There is a way up there. Find the way. She can do it. You're nearly there. Shh. Find the way. Ah, guck mal, hier ist nochmal eine Geschichte. The gods. Die Götter schmausten und erfreuten sich daran, Speere und Steine auf den Balder zu werfen und ihn mit Schwert und Axt zu treffen. Aber er kommt zu keinem Schaden, whatever they do. Doch was auch immer sie taten, geschah nichts. Die Götter waren verblüfft von diesem Wunder. Loki nahm die Gestalt einer Frau an und fragte Balders Mutter, ist es wahr, dass alle Dinge versprochen haben, ihn zu schützen? Den Mistelzweig habe ich nicht gefragt, gab Balders Mutter zu. Ich dachte, er sei zu jung. Oh weh. Okay, wir haben es in den Turm geschafft, Leute. Und da ist Dillian. Der ist wieder verschwunden. Aber wir müssen jetzt erstmal an dieser Stelle Halt machen. Ich freue mich
riesig, euch in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Seid auf jeden Fall dabei, wenn es wieder heißt M-Stars. Zockt Hellblade, Senua's Sacrifice. Bis später. Ciao.